Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses aufregende Nageldesign in Pink in einem Ombre-Look für euch. Alles, was ihr dazu braucht, sind Unterlack, 5 unterschiedliche Pinktöne, einen silbernen Glitzerlack, Überlack, einen schmalen Pinsel und Striping-Tapes. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann's auch schon losgehen. Ich klebe mir jetzt zunächst immer in der Mitte meiner Fingernägel einen schmalen Streifen ab. Ich nehme dazu 2 Striping-Tapes. Ihr könnt aber auch einfach einen etwas breiteren Streifen-Klebeband nehmen. Dann lackiere ich mir den gesamten Fingernagel mit Unterlack. Und beginne am kleinen Finger mit dem hellsten der Pinktöne und lackiere mir die linke und rechte abgeklebte Fingerhälfte und ziehe dann die Striping Tapes ab, bevor der Farblack trocknen kann. Dann nehme ich den schmalen Pinsel und den silbernen Glitzernagellack und ziehe mir die Negative Space, also die Naturnagelfläche in der Mitte des Nagels, mit dem Glitzerlack nach. Und das Ganze wiederhole ich jetzt auf allen Fingernägeln immer mit jeweils einem dunkleren Farbton der Reihe nach. Zum Abschluss lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Überlack, damit das Nageldesign schön glänzt und länger hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Es ist recht auffällig und gerade durch diesen Ombre-Look der unterschiedlichen Pinktöne ein richtiger Hingucker. Wenn euch das Nageldesign gefallen hat, gebt dem Video gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.